AGRTV. Jetzt jeden Freitag kommen wir mit unserer Magazinausgabe. Das heißt, hier berichten wir, was am Wochenende passiert. Veranstaltungstipps, Hinweise. Wir machen Reportagen, Hintergründe und alles andere aus der Region. Fangen wir an mit einer Presseinformation aus der Gemeinde Reichshof. Geführte Wanderungen und vierte Reichshof-Wanderwoche 2011. Abschalten vom Alltag und mit allen Sinnen die Natur genießen. Das alles erwartet Groß und Klein ab Ende März in Reichshof. Alles weitere unter www.reichshof.de. Wir sind mal wieder an der Brücke, an der kleinen Aggerbrücke, die im November 2010 hier stark beschädigt wurde. Hier ein paar Archivbilder. Und nun ist es soweit, die Brücke wurde ja um 7 cm durch das Hochwasser und durch die dagegen prallenden Bäume und sonstiges stark beschädigt und die Fundamente wurden um ca. 7 cm verrückt. Und nun ist es soweit, es ist soweit beschlossen, dass diese Brücke abgerissen wird bzw. stark verkleinert wird. Das heißt, es wird nicht mehr für den Kraftverkehr, sondern vielleicht, und das ist aber noch in Frage gestellt, nur für Fußgänger wieder neu gebaut, weil man muss die kompletten Fundamente ausmachen, man muss die komplette Brücke abreißen, weil die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet. Was es damit auf sich hat, wir bleiben dran, wir werden uns mal erkundigen, wir werden mal gucken, ob wir den Bürgermeister dazu noch befragen können. Und warum das Ganze passiert, man hört Gerüchte, dass ein Stückchen weiter, aggeraufwärts, Ortseingang von Walscheid, von Overath kommend, dass dort rechts der Agger ein Gewerbegebiet gebaut werden soll. Und da ist ja auch die Frage bzw. der Gedankengang, dass dort noch eine Brücke, also das heißt nicht noch eine Brücke, dann wäre es die einzige, gebaut werden soll. Wir bleiben dran, wir hören uns um, wir werden euch darüber berichten hier bei AGRTV. Wir haben den Bürgermeister von Loma, Wolfgang Rüger, dazu einmal befragt. Wir sitzen im Rathaus. Guten Tag, Herr Rüger. Danke, Monschauer. Ich habe Sie ja quasi erpresst, indem ich gesagt habe, ich habe Kenntnis davon, dass an der Schifffahrter Straße die Brücke abgerissen wird. Ich habe Schriftstücke vorliegen. Dann haben Sie ein bisschen gewehrt. Unser Streben seit vielen Jahren geht eigentlich darum, eine vernünftige Anbindung über die Agger sicherzustellen. Da ist ja vor Jahren die Brücke saniert worden mit erheblichem Aufwand. Ist ja gar nicht so lange her, 2 Jahre glaube ich, ne? Ja, das ist, vor 2 Jahren ist sie fertiggestellt worden, aber das war ja eine lange Bauphase. Und dann hatten wir jetzt durch das letzte Hochwasser, dass diese Brücke da wieder doch sehr stark beschädigt worden ist, wieder ein Stopp. Und da gehen natürlich die Kämpfe hin, so schnell wie möglich da noch wieder diese Brücke fertigzustellen. Und das ist jetzt eine Schreckensbotschaft, diese Brücke da abzusagen. Jetzt gehen die Aussagen auseinander. Ganz abgerissen oder eventuell neu mit einer Fußgängerbrücke wie am Navshäuschen. Es steht aber noch was anderes und da kommen wir gleich zu. Können Sie uns dazu was sagen? Also ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Mein Sachstand ist nach wie vor, die alte Brücke wird saniert. Das ist jetzt eine völlig neue Botschaft. Also ich habe Schriftstücke vorliegen, wo sagt, die Brücke wird abgerissen. Es soll eventuell nur eine Fußgängerbrücke hin. Das heißt, Autoverkehr grundsätzlich nein. Das wird ja bei uns noch eine heftige Diskussion auslösen, falls das auch hier publik wird. Also kommt irgendwie noch nicht so ganz raus mit dem. Weil ein Stückchen weiter, aggeraufwärts, 500 Meter, ist ja im Gespräch, an der Naturschule eine neue Brücke zu bauen. So ist es. Das ist ein Programm im Rahmen der Regionale, Landschaftsgarten Aggerburgen, da eine weitere Überquerung über die Agger dann anzubieten. Aber Sie haben mir auch wiederum gesagt, Sie geben nichts auf Gerüchte, weil ich gesagt habe, gerüchteweise habe ich gehört, an der Tierklinik, was ja auch immer abgestritten wird, sollen Gewerbegebiete entstehen. Supermarkt und sowas.
Also das kann ich auch nur eigentlich in Abrede stellen im Moment, was mein Kenntnisstand ist an der Stelle. Da haben wir als Stadt überhaupt keine Planungen, sondern das ist Landschaftsgarten, das ist Naturschutz. Aber Sie müssen doch, sagen wir, als erste Bürger der Stadt ungefähr wissen, dass da oben ein Supermarkt hinkommt. Also davon ist mir nichts bekannt. Wir reden über Supermarkt Kaufland in Loma, aber jetzt noch Supermarkt in Walscheid. Ist ja, in dem Zuge, weil da oben in dem Neubaugebiet so viele Häuser gebaut worden sind. Ne? Das ist richtig. Also das wäre eine Überlegung wert, dass man sagt, auch dafür könnte man eine Versorgung anbieten. Aber da erinnere ich nur an die großen Diskussionen, die wir gerade auch bei dem Neubaugebiet da in Walscheid Nord hatten. Da war ja früher mal daran gedacht, da auch eine Gewerbefläche auszuweisen. Und das hat ja einen Widerstand in der Walscheider Bevölkerung hervorgerufen, wo dann man auch erreicht hat, dass letztlich auch diese Ausweisung für eine Gewerbefläche da wieder zu den Akten genommen worden ist. Dazu kommt ja noch, wie gesagt, dass ich weiß auch nicht, ich habe es nur gehört in dem Rahmen mit der anderen Brücke, dass Walscheid eben da als verkehrsberuhigte Zone und nicht wie ursprünglich angedacht nur ein Fahrradweg hingebaut wird, sondern dass Walscheid dort im Grunde genommen endet und man muss über die Schifffahrterstraße nach Walscheid rein, das heißt, dazu gemacht wird. Da können Sie uns ja wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich kann Ihnen nur, wenn dem so sein sollte, heftige Diskussionen in der Stadt, im Walscheider Raum versprechen. Aber dann auch auf offizieller Ebene sozusagen. Das wird eine heiße Diskussion werden. Okay, dann lassen wir es einfach jetzt mal so stehen und ich glaube, wir bleiben mal dran. Es gibt, wie Sie gerade sagten, schon heftige Diskussionen. Ne? Okay. Danke. Um diesen Parkplatz geht es. Dieser Parkplatz wird zum größten Teil verschwinden, wenn die Brücke gebaut wird. Und hier ist, wenn in Zukunft Schluss in Walscheid. Durchgangsverkehr wird einfach abgeschnitten. Schauen wir mal weiter und wir bleiben dran hier bei AGTV, was daraus wird. Wir von AGTV machen ja nicht nur Sportberichte, sondern wir berichten auch aus der Region, wir berichten aus den Orten, aus den Gemeinden oder auch von Gerüchten. Oder Gerüchten gehen wir nach, zum Beispiel eines, das, was wir gerade gesehen haben von dem Parkplatz. Dazu haben wir mal den Ralf Günther befragt. Der ist nämlich der Besitzer der Gaststätte Aulerhof. Wir sitzen hier in der Gaststätte Aulerhof. Ralf Günther. Ralf, es geht um die Geschichte Aggerbrücke, Schifffahrterstraße und die neu zu erstellende Brücke, was ja alles immer so am Rande erzählt wird. Hier wird eine größere Brücke gebaut, heißt im Klartext, die Hälfte deines Parkplatzes fällt weg. Walscheid wird hier unten zugemacht. Du als ansässiger Gastwirt, sag mal was dazu. Also ich sag dir, Dieter, ganz offen, ich bin da sehr erbost drüber. Das ist eine Unverschämtheit, weil die Brücke an der Schifffahrt, die brauchen wir für die Anwohner. Das ist auch ein Verbindungsstück hier nach Walscheid. Kann nicht angehen, dass die Menschen da immer außen lang fahren müssen. Ich habe das Gerücht gehört. An dem Gerücht ist nicht nur was dran. Selbst der Bürgermeister hat es ja schon bestätigt. Und ich darf korrigieren, bei mir fällt nicht nur die Hälfte des Parkplatzes weg, sondern drei Viertel. Aber gestern habe ich einen Anruf vom Bürgermeister bekommen, vom Herrn Röger. Ich bekomme im Aggerbogen die Fläche, wo das Häuschen steht, von der Schule zur Verfügung gestellt und kann da einen großen Biergarten machen. Und das würde mir helfen. Die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen, aber dann werden wir halt unsere Gastronomie in den Aggerbogen verlegen. Okay, dann danke ich dir dafür. Und wie gesagt, wenn man so hört in Walscheid, die Leute sind alle ziemlich erbost. Auch dass Walscheid hier unten an der Brücke zugemacht werden soll. Ne? Ja gut, ich meine, es ist ja auch so, da sollen ja auch dann Fußballspiele stattfinden. Da ist ja der alte Platz, der wird ja jetzt neu gemacht, sodass der WSV einen zweiten Fußballplatz hat. Dann ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, wenn da eine Gastronomie ist, dass wir auf dem alten Platz nochmal spielen können an der Agger. Dann ist ja auch was sehr Schönes dann. Okay, dann warten wir, was alles passiert. Wie gesagt, teilweise Gerüchte, aber ich habe Schriftstücke vorliegen, dass es eben so ist und jeder dementiert. Ne? Ja gut, die Entscheidung fällt am 1. April. Wie gesagt, ich bin sehr erbost über die Parkplatzsituation, über die Aggerbrücke. Aber wenn wir den Biergarten im Aggerbogen kriegen und da sind Fußballspiele, dann habe ich eine Hoffnung, dass wir das überstehen können. Okay, ich danke dir. Bitte, Dieter.
war eine kurze Hörprobe der Hermanns. Und zwar könnt ihr die auch live erleben. Und zwar am 9. April, also eine Vorankündigung für nächste Woche, in der ersten Lohmarer Nacht der akustischen Musik. Und das Ganze in der Breitstegsmühle in Lohmar. Ab 19 Uhr ist Einlass, Beginn ist 20 Uhr, Eintritt 14 Euro. Also geht mal hin, es lohnt sich. Kommen wir mal zum Motorsport, eine Meldung der Presseagentur www.pitwall.de. Und zwar der Lohmarer Rennfahrer Marc-Uwe von Niesewand, der ist im Clio Cup dieses Jahr unterwegs. Und zwar tritt er in der Slowakei an. Die Karten sind in diesem Jahr völlig neu gemischt für den Lohmarer Tourenwagenpiloten Marc-Uwe von Niesewand. Nachdem der seriennahe 2-Liter-Klasse in der ADAC Proka für 2011 nicht mehr ausgeschrieben wurde, musste der 27-jährige Wirtschaftsingenieur für sich und sein Renault Clio RS Sportcoupé ein neues Betätigungsfeld suchen. Und dies fand er vor wenigen Wochen im Renault Clio Cup Bohemia. Das soll es erstmal gewesen sein von dieser Woche, von unserer ersten Magazinausgabe am Freitag, die wir ab sofort immer jeden Freitag bringen. Und am Montag sehen Sie hier bei uns zwei Handballspiele. Ich bin einmal in Nümbrecht und einmal in Marienheide. Am Sonntag geht es zum Fußball, dann machen wir mal eine ganz neue Mannschaft. Wir werden nach Overath fahren und von dort bringen wir euch den Bericht mit. Bis dahin, ein schönes Wochenende, bis zum Montag. Tschüss und ein sonniges Wochenende, denn das soll es werden. Temperaturen bei uns bis zu 22 Grad, lassen wir uns überraschen.